So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Hör auf, es ist Wochenende. Es wurde gerade gegessen. Burger, Pizza, Schnitzel. Mir ist so schlecht. Was passt da besser, als ein Ramses Kitchen Folge zu machen mit Loco Juice? Ich weiß nicht, was das ist. Pupsi hat das gesehen. Ich habe nämlich jetzt mega Durst. Wer viel isst, der muss auch trinken. Und deswegen hat Pupsi diese vier Sorten Loco Juice mitgebracht. Fürs Thumbnail muss man komisch gucken. Und hier hinten steht drauf: Jeder Sip erinnert mich an Tage meiner Kindheit. Luciano. Und das steht. Nö, das sind verschiedene. Jeder Sip. Warte mal. Loco Juice Kiba. Das ist Saft, ja? Erfrischungsgetränk, Banane, Kirsch. Jeder Sip erinnert mich an Tage meiner Kindheit. Luciano. Wisst ihr, wo das herkommt? Wisst ihr, von wem Loco Juice ist? Ich weiß es nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich will einfach nur trinken. Dann Loco Juice Wassermelone Minze. Jeder Sip erinnert mich an heiße Nächte in Marrakesch. Dann Loco Juice Exotic. Jeder Sip erinnert mich an goldene Sunsets in Venice Beach. Und wir haben in Orange noch Loco Juice Multivitamin. Jeder Sip erinnert mich an mein Lieblingseis vom Spedi am Corner. Das sind alle vier Sorten Loco Juice. Was halt alles. Ich habe erst gedacht, das ist Eistee, aber es steht ja überall drauf, dass das Erfrischungsgetränk ist. Meerfrucht-Erfrischungsgetränk. Vielleicht ist das auch. Hä? Ich weiß immer noch nicht, was es ist. Ich werde gleich rausfinden, was das ist. Das ist Loco Juice. Das als zweites Thumbnail, vielleicht als Alternative. Wir machen wieder alle vier auf. Wir beginnen mal mit dem normalsten. Was bestimmt am komischsten schmeckt und nicht normal ist. Wassermelone Minze. Wir werden wieder alle vier einzeln testen und am Ende wieder alle vier Sorten zusammen. Das ist ja immer irgendwie so, wie wir das machen. Machen wir auf. Wassermelone Minze. So, ist das jetzt eher Saft? Ist das jetzt eher Erfrischungsgetränk? Es sieht eigentlich aus wie Eistee. Wassermelone Minze. Kommt in einer grünen Packung, ist aber knallig rot. Sieht also so aus, hat so eine richtige. Eine Rosé-Färbung würde also zu dieser Verpackung sehr gut passen, ist es aber nicht. Deswegen werden wir als zweites dann das Pinke aufmachen, gucken, was das ist. Ist auch alles vegan. Und hat eine eigene Website. Gut, Wassermelone Minze. Riecht irgendwie, als wäre es irgendwie ein kleiner Schnaps, ein kleiner Shot, den ihr euch so einwerfen könnt. Schmeckt sehr minzig, von Wassermelone schmecke ich gar nichts. Wenn man ganz böse ist, könnte man sagen, das schmeckt wie das Zahnputzbecher Wasser, wenn ihr Wasser trinkt vom Zahnputzbecher, also nicht trinkt, aber wenn ihr den vom Zahnputzbecher das Wasser nehmt, nochmal ordentlich durchschwätzelt, ausspuckt und dann habt ihr noch irgendwie so einen Nachgeschmack da, vor allem wenn ihr Mundwasser da reinmacht. Ich kenne das, meine Mutter hat da immer Mundwasser bei sich früher und ich habe da mal so genippt, ne, einen Sip genommen und dachte, das ist aber minzig, was ist das denn? Wusste ich gar nicht, was das sein soll. Schmeckt also irgendwie besonders. Wassermelone schmecke ich nichts, aber ich schmecke ganz deutlich die Minze raus, aber ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so der Kräuter-Minze-Freund. Ist vielleicht gekühlt mal was Besonderes. Ist jetzt aber nicht unbedingt mein Geschmack, aber trotzdem, es ist nicht zu süß. Gekühlt kann ich mir das richtig gut vorstellen. Es ist aber jetzt nicht mein Geschmack. So, wir gehen zum nächsten. Wir gehen zu Kiba, Kirsch-Banane. Wo man eigentlich wirklich denkt, das müssen doch eigentlich Säfte sein. Kirsch-Bananensaft. Seit wann gibt es Kirsch-Bananen-Limo oder Kirsch-Bananen-Eistee? Weiß ich nicht. Wir nehmen also Kiba, Kirsch-Banane. Im Endeffekt ist der jetzt aber auch rot. Wegen der Kirsche. Er ist rot, aber hat gleichzeitig durch die Banane natürlich diese Gelbnote mit drin, was das alles ein bisschen trüber macht. Sieht also dann so aus. Das sieht jetzt aus wie Surströmingwasser irgendwie. Nein, aber so sieht auch ein Kiba aus, wenn ihr den einschenkt und vermischt.
Also es sind auf jeden Fall natürliche Farben. Wir hauen uns einfach mal rein. Der fruchtige Kuss. Muah. Es schmeckt ein ganz kleines bisschen nach Kirsch. Ich finde, es schmeckt viel mehr nach Banane als nach Kirsch. Es hat aber so einen wässrigen Anteil schon wieder. Als Erfrischungsgetränk vielleicht super, weil das nicht so dickflüssig wie ein Saft ist und nicht so aufdringlich und dann nicht so süß wirkt. Aber wenn du es jetzt gerade so trinkst, denkst du, da fehlt doch irgendwas. Das ist doch nicht der volle Geschmack, da fehlt irgendwas. Also ist auf jeden Fall interessant. Habe ich so noch nicht gehabt. Sind wohl einfach die gesündesten Säfte auf der Welt, die es gibt. Weil das jetzt gelblich war, gleichzeitig auch durch die Banane, wenn wir als nächstes natürlich den gelben nehmen und den gelben probieren, den machen wir auch mal rum. Ich finde, Kiba schmeckt trotzdem nach Kiba, wie diese Mischung daraus, ist also eigentlich auch ein sehr natürlicher Geschmack, aber halt wenig Geschmack, weil es halt einfach nicht so aufdringlich ist. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Als nächstes haben wir Exotic. Immer noch Luciano, ja, das ist jetzt hier, das sieht gelb aus. Exotic müsste eigentlich aber orange sein. Und es ist gelb. Es ist richtig gelb, es sieht einfach richtig gelb aus. Ja, Exotic, klar, Exotic. Exotic gelb. Orange ist natürlich Multivitamin, ist was anderes. Multivitamin ist übrig. Also klar, Exotic ist gelb. Riecht auch sehr exotisch. Riecht, glaube ich, am fruchtigsten bisher. Ist vom Geschmack her eigentlich das Gewöhnlichste. Also diesen Geschmack, den ich jetzt habe, habe ich schon öfter gehabt als die anderen Geschmäcker. Erinnert an Trinkpäckchen, die es damals gab aus der Kindheit, wo auch immer so Säfte drin waren. Selbst ein Orangensaft früher in der Kindheit aus dem Trinkpäckchen, der auch immer so ein bisschen wässrig mit war und immer so hell, wo du durchgucken konntest, hat auch so ähnlich geschmeckt. Ein bisschen vielleicht auch wie Capri-Sonne. Irgendwelche Capri-Sonnen-Sorten so ein bisschen. Also geht alles irgendwie ein bisschen in die Richtung. Ich würde es also jetzt eher wie Capri-Sonne annehmen. Capri-Sonne Exotic habt ihr jetzt hier in dem Tetra-Pak. Also stellt euch mal Capri-Sonne mit Kiba-Geschmack vor. Dann wisst ihr, was das ist. Aber wir haben ja noch eins übrig. Und zwar Loco Juice Multivitamin. Den wir jetzt auch aufmachen und mal reinfüllen. Loco Juice. Der ist natürlich orange. Aber halt auch wässrig. Ein wässriges Orange zum Durchgucken. Wie wenn du deinen Farbpinsel da im Wasser ausgewaschen hast. Und jetzt ist das Wasser verfärbt. Den ziehen wir uns auch noch rein. Exotic bisher also eigentlich am gängigsten. Da wundert man sich über nichts. Multivitamin. Und das auch, das ist genauso. Schmeckt irgendwie auch original, fast wie Capri-Sonne Multivitamin. Schmeckt wie Trinkpäckchen Multivitamin, wo es in jedem Supermarkt reihenweise aneinander geheftet Riesendinger gab. Multivitamin-Trinkpäckchen mit Trinkröhrchen dran hin und her. Ich glaube, der hat die einfach alle aufgekauft. Der hat die umgefüllt hier rein und verkauft jetzt für 10 Euro so ein Päckchen, wo du eigentlich für 10 Euro 100 Päckchen von dem normalen kriegst. Und das ist die Marktlücke, die Loco Juice gefunden hat. Ich habe keine Ahnung, wie viel so eine Packung kostet. Lass euch nichts erzählen. 10 Euro ist Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Pupsi hat das mal mitgebracht zum Testen. Danke, Pupsi. Grüße gehen raus. Pupsi sieht sowieso immer alles. Und jetzt müssen wir die alle vier noch zusammenmischen hier in dieses Glas. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben also Wassermelone Minze als erstes. Füllen das hier rot ein. So. Das ist Wassermelone Minze. Guckt es euch nochmal an. Das sieht interessant aus. Dann kommt Kiba dazu, was das Ganze natürlich hässlich macht. Das ist so. Das müsste also dann bis hier sein. Jetzt sieht es eigentlich genau noch so aus wie vorher, nur halt trüb. Weil das macht es jetzt halt so. Wir nehmen Exotic dazu. Muss ich nur meinen Finger ranhalten. Wir sind hier auf der Ebene. Wir gehen also in die Mitte von dem Bild. Ungefähr so. Es ist jetzt
eigentlich schon eine orange Färbung. Sieht schon jetzt fast aus wie Multivitamin. Orange Färbung. Das sind die Maßgetränke mit Hannes. Und jetzt gehen wir bis an die 05er Linie. Und noch ein Stück drüber, dass wir bei dem Bild angekommen sind. Und es ist einfach orange. Wer schon immer mal wissen wollte, was passiert, wenn man grün mit pink und gelb mischt und dann noch orange dazu gibt, es kommt orange raus. Also das ist auf jeden Fall die Farbpalette. Und das ist jetzt hier der Super Loco Juice Cocktail Trink zum Abschluss. Der zwar sehr fruchtig und süß riecht, aber ja nicht so süß ist, weil er ja eigentlich wässrig ist. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und habt ihr den schon mal probiert? Kennt ihr den? Habt ihr den schon mal gesehen? Habt ihr Loco Juice probiert? Schreibt es mir in die Kommentare oder ob ihr den gerne mal probieren wollt. Ich muss sagen, ich habe schon Schlimmeres probiert. Es schmeckt eigentlich ganz vernünftig, ganz gesund. Schön gekühlt, ist das bestimmt richtig toll. Kann ich sogar empfehlen. Würde ich nicht sagen, würde ich nie wieder kaufen. Wassermelone, Minze, vielleicht jetzt nicht so mein Geschmack. Die anderen trotzdem richtig cool. So für zwischendurch mal so ein ganzes 0,5 Ding reingezogen. Loco Juice, warum nicht? Ganz okay, würde ich empfehlen. Könnt ihr mal trinken, könnt ihr mal probieren. Schreibt es mal rein, wenn ihr den schon kennt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Badlands Chucks immer wieder.